Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Mass Effect. Okay, und wir laufen jetzt mal weiter. Auch ich weiß nicht, ob man das sieht, aber diese Textur ist zeugt auf jeden Fall von 2007. Muss das jedes Mal... So viele Waffen. So viel Loot. Was ist das? Normandy, der Sender ist sicher. Er bittet sofortige Abholung. Funktionierende Proteaner-Technologie. Als er ausgegraben wurde, hat er das noch nicht gemacht. Etwas muss ihn aktiviert haben. Roger, Normandy. Ich warte. Toll. Wir haben das Schiff identifiziert, das auf Eden Prime gelandet ist. Es ist die Normandy, ein Allianzschiff der Menschen. Es war unter dem Kommando von Captain Anderson. Sie konnten die Kolonie retten. Und der Sender? Es kann sein, dass einer der Menschen ihn benutzt hat. Der Ladebildschirm ist jetzt auch sehr wichtig. Doktor? Dr. Chuck, was? Ich glaube, dass er aufwacht. Wir haben uns schon Sorgen gemacht, Shepard. Wie fühlen Sie sich? Na, mir geht's gut. Ein bisschen Kopfschmerzen. Nichts Ernsthaftes. Wie lange war ich weg? Ungefähr 15 Stunden. Irgendetwas ist da unten wohl mit dem Sender geschehen. Es war mein Fehler. Ich muss eine Art Sicherheitsfeld aktiviert haben, als ich näher rangegangen bin. Und Sie haben mich dann weggestoßen. Das war nicht Ihre Schuld. Sie konnten nicht wissen, was geschehen würde. Wir wissen noch gar nicht, was es ausgelöst hat. Und leider werden wir das auch nicht mehr herausfinden. Der Sender ist explodiert. Vielleicht eine Systemüberlast. Die Explosion hat sie umgehauen. Der Lieutenant und ich mussten sie zurücktragen. Danke. Gute Arbeit. Physisch gesehen fehlt Ihnen nichts. Aber ich habe einige ungewöhnliche Hirnaktivitäten festgestellt. Abnormale Beta-Wellen. Und außerdem eine Zunahme von REM-Phasen. Normalerweise ein Zeichen intensiver Traumaktivitäten. Ich habe auch geträumt. Ich habe gesehen, wie... Ich weiß nicht genau, was ich gesehen habe. Tod. Vernichtung. Es ist alles verschwommen. Ich sollte das im Bericht erwähnen. Vielleicht... Oh, Captain Anderson. Wie geht's dem Patienten, Doktor? Alle Werte scheinen normal. Der Commander wird sich bald erholt haben. Das ist schön. Shepard, ich muss mit Ihnen sprechen. Allein. Jawohl, Captain. Sie finden mich in der Offiziersmesse, wenn Sie mich brauchen.
Dieser Sender hat Sie ja ganz schön erwischt, Commander. Und es geht Ihnen wirklich gut? Ja, ich mache mir Vorwürfe wegen Jenkins. Ich hasse es, wenn Soldaten unter meinem Kommando sterben. Sie tragen keine Schuld an Jenkins' Tod. Sie haben gute Arbeit geleistet, Shepard. Was macht Williams hier? Chief Williams gehört doch nicht zur Crew der Normandy. Ich dachte mir, dass wir sie gut in unserer Crew gebrauchen können. Ich habe sie auf die Normandy versetzen lassen. Keine gute Idee. Williams wird ein gutes Crewmitglied abgeben. Sie hat es sich verdient. Lieutenant Alenko ist auch einverstanden. Deswegen haben wir sie in die Crew aufgenommen. Die Gaff werden dafür büßen. Der Geheimdienst hätte uns warnen müssen, Sir. Wir sind blind in unser Verderben gelaufen. Es war deren Schuld. Die Geth sind seit 200 Jahren nicht mehr aus dem Nebel aufgetaucht, Commander. Das konnte niemand ahnen. Sie wollten mich auf jeden Fall sprechen? Sie wollten mich unter vier Augen sprechen, Captain? Ich werde Sie nicht anlügen, Shepard. Die Situation ist kritisch. Niles ist tot. Der Sender ist zerstört. Die Geth greifen an. Der Rat wird Antworten erwarten. Es gibt nichts zu verwehren. Ich habe mir nichts vorzuwerfen, Captain. Und ich hoffe, der Rat sieht das auch so. Ich werde für Sie und Ihren Bericht bürgen, Shepard. Meiner Meinung nach haben Sie alles richtig gemacht. Aber darum geht es jetzt nicht. Sondern um Saren, diesen anderen Turianer. Saren ist ein Spekter. Einer der Besten. Eine lebende Legende. Aber wenn er mit den Geth kooperiert, ist er außer Kontrolle geraten. Und ein Spekter außer Kontrolle bedeutet Ärger. Saren ist gefährlich und er hasst die Menschen. Weshalb? Warum hasst er die? Er denkt, dass unser Volk zu schnell expandiert und die Galaxie übernehmen will. Viele Außerirdische denken so. Aber die meisten belassen es bei diesen Gedanken. Offensichtlich scheint Saren mit den Geth zu kooperieren. Ich habe keine Ahnung wie oder warum. Aber es hat ganz sicher etwas mit diesem Sender zu tun. Sie waren da, kurz bevor der Sender sich selbst vernichtet hat. Haben Sie irgendetwas gesehen? Irgendeinen Hinweis darauf, was Saren gesucht hat? Eine Vision. Kurz bevor ich ohnmächtig wurde, hatte ich eine Vision. Eine Vision? Was für eine Vision? Es war der Krieg. Künstliche Wesen. Vielleicht geht. Sie haben die Menschen abgeschlachtet. Sie haben niemanden verschont. Wir müssen dem Rat davon erzählen, Shepard. Was werden wir sagen? Was sollen wir ihnen sagen? Dass ich schlecht geträumt habe? Wir wissen nicht, welche Informationen im Sender abgespeichert waren. Vielleicht etwas über proteanische Technologie. Vielleicht Pläne von früheren Massenvernichtungswaffen. Was immer da drin war. Jetzt hat es Saren. Aber ich kenne Saren, seinen Ruf und seine Ansichten. Er hält die Menschheit für einen Schandfleck der Galaxie. Dieser Angriff war ein Kriegsakt. Er verfügt jetzt über die Geheimnisse des Senders und über eine ganze Armee der Geth. Und er wird nicht aufhören, bis er die gesamte Menschheit ausgelöscht hat. Da haben Sie recht. Ich werde einen Weg finden, ihn aufzuhalten. Das wird nicht ganz einfach sein. Er ist ein Spekter. Er kann überall hingehen und machen, was er will. Deswegen müssen wir den Rat auf unsere Seite bringen. Klar, Sir. Wir werden beweisen, dass Saren außer Kontrolle ist. Dann wird ihm der Rat seinen Status als Spekter entziehen. Ich werde den Botschafter kontaktieren und versuchen, eine Anhörung vor dem Rat zu arrangieren. Wir sollten ihn sofort nach Ankunft in der Zitadelle aufsuchen. Wir sind bald da. Gehen Sie hoch zur Brücke und sagen Sie Joker, dass wir uns ins Dock bringen. Meine Güte, was ist das für ein Sound? So, ich hab... Ja, danke. Noch mehr Waffen, die ich verkaufen kann. Ja, ganz viele Hurricane 1s. 1s? Genau. Noch eine Edge. Oh. 20 schon mehr. Ja. Ich hab so viel Rüstung, ne? Es halt die verkaufen. Bei der weiß ich noch nicht. So, das Schiff, ne? Da haben wir ja letztens auch in dem letzten Let's Play auch eine Tour gemacht. Dann haben wir die SR zu. Hey, Commander. Schön zu sehen, dass es Ihnen gut geht, Commander.
Nach dem, was mit Jenkins passiert ist, kann die Crew ein paar gute Neuigkeiten vertragen. Das bedauern wir. Jenkins war ein guter Kamerad und ein wichtiges Crewmitglied. Ich fühle mich fast ein bisschen schuldig dabei. Wenn Jenkins noch am Leben wäre, wäre ich nicht hier. Sie haben es sich verdient, Ashley. Sie sind eine Bereicherung für die Crew, Williams. Ich bin froh, Sie an Bord der Normandy zu haben. Danke, Commander. Ihre Einschätzung bedeutet mir eine Menge. Ich habe noch nie jemanden getroffen, dem der Sternorden von Terra verliehen wurde. Wie geht es Ihnen? Es ging ganz schön zur Sache da unten. Werden Sie klarkommen? Ich habe schon öfter Kameraden sterben sehen. Ich bin nun mal bei den Marines. Aber jetzt wurde meine ganze Einheit ausgelöscht. Ich werde mich nie daran gewöhnen können, tote Zivilisten zu sehen. Aber es wäre viel übler geworden, wenn Sie nicht aufgetaucht wären. Sie haben einen guten Job gemacht. Ohne Sie hätten wir es nicht geschafft, Williams. Danke, Commander. Ich war mir meiner Sache nicht ganz sicher, als ich auf die Normandy versetzt wurde. Es tut gut zu hören, dass man willkommen ist. Herzlich willkommen an Bord. Sie werden sich hier sicher gut einfügen, Williams. Danke, Commander. Ach, vorbildlich. Ich werde diesmal übrigens nicht den ganzen Kodex hier, das ist ja alles. Alle hat's gelesen, alle. Werde ich nicht machen. Tagebuch, das sind die Missionen. Ach, gut, Squad. Ja. Ach, guck mal, Abtun ist wieder gar nicht vorbildlich hier. Diesmal, ich mache das nicht wie in Mass Effect 2, wo ich mich so gewundert habe, dass ich am Ende, ne, das war. Ach Gott, das ist schlimm. Einschüchtern, schmeicheln, Techniker, Pistole, das ist alles hier noch ein bisschen. Hacken, Dämpfung, erste Hilfe. Regenerierte Gesundheit aller verwundeten Squad-Mitglieder. Ja, das ist ganz wichtig. Ja. Medizin freigeschaltet. Was? Wieso kann ich das noch nicht? Naja. Aber das verstehe ich relativ einfach, okay. Das habe ich hier ganz, das ist ganz wichtig gewesen. Medizin, Techniker, wir sind ja Technik, ne? Pistole, den Schaden, was kann ich hier maximal machen? Den Schaden um 12, beziehungsweise hier. Präzision um 60 und Feuerrate um 2 Schüsse pro Sekunde. Ja, Dechiffrierung. Na. Was haben wir hier? Überlastung? Das haben wir doch schon. Die Schildkapazität um 60. Dämpfung freischalten. Dämpfung ist freigestellt. Was habe ich davon? Kann ich das schon machen? Verursacht 50 Punkte Schaden in einem Radius von 6 Meter. Feinde können für kurze Zeit keine. Lähmt Feinde, das ist gut. Lähmt organische Feinde sollten wir vielleicht auch machen. Ich habe da nur noch einen Punkt. Schmeicheln, komm, das kann man immer gebrauchen. Squad. Ich habe keine Punkte mehr. Also dann kann ich nicht noch mehr Leute auswählen? Kann ich wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Also ich bin zufrieden mit dem Ganzen hier. Dr. Shawkas. Ja, bitte, Commander. Was kann ich für Sie tun? Persönlich. Wie sind Sie an Bord eines Schiffes der Allianz geraten? Ich habe mich gleich nach dem Studium dafür eingetragen. Die Erde schien mir einfach zu langweilig und vielleicht zu sicher. Diese Kolonien hatten für mich immer etwas Exotisches. Ich wollte reisen und die Sterne sehen und den Soldaten mit ihren Wunden an Leib und Seele helfen. Allerdings ist das Militärleben nicht so romantisch, wie ich es mir vorgestellt hatte. Aber die Menschheit ist auf die Allianz angewiesen, wenn wir über die Traverse hinaussiedeln wollen. Und die Allianz braucht immer fähige Ärzte. Also blieb ich und machte meinen Job. Bedauern Sie das denn? Haben Sie schon einmal an Ihrer Entscheidung gezweifelt?
Manchmal überlege ich, eine private Praxis auf der Erde aufzumachen oder eine Stelle in einem neuen Medicenter auf den Kolonien anzunehmen. Aber die Arbeit mit Soldaten ist etwas Besonderes. Wenn ich die Allianz jetzt verlassen würde, käme ich mir vor wie eine Deserteurin. Ach Quatsch. Captain Anderson, was halten Sie von ihm? Was wissen Sie über Captain Anderson? Wir haben schon auf einigen Missionen zusammengearbeitet. Er weiß, wann er entspannt bleiben kann und wann er streng sein muss. Die Crew weiß, wie erfahren er ist. Die Leute vertrauen ihm und er kümmert sich persönlich um die Leute unter seinem Kommando. Und Kane? Wie gut kennen Sie den Lieutenant? Vor dieser Mission habe ich nie mit ihm zusammengearbeitet, aber seine Akte ist sehr beeindruckend. Über ein Dutzend Auszeichnungen. Er ist allerdings ein wenig verschlossen. Das könnte auch an den Kopfschmerzen liegen. Er hat es nicht leicht als L2. L2? Wo ist da der Zusammenhang? Für die meisten biotischen Anwendungen werden jetzt L3-Implantate verwendet. Lieutenant Alenko bekam noch die alte L2-Konfiguration. Dabei kann es Komplikationen geben. Welche? Was für Komplikationen meinen Sie? Schwere Mentalprobleme, Wahnsinn, unerträgliche Schmerzen. Es gibt eine lange Liste grauenvoller Nebenwirkungen. Kaidan hat Glück gehabt. Er leidet nur unter Migräne. Ich muss jetzt gehen. Auf Wiedersehen, Command. Meine Güte. Ach so, ja. Ist da irgendwas Gutes mal? 190. Ja. Möchten Sie auf ja, natürlich. So. Ach, verdammt, jetzt hätte ich die andere nehmen können. 108. Nö. Zweikampfdinger. Aber das 108 könnte ich eigentlich behalten für eine meiner Leute. Da war ich gerade schon. Allerdings, das Schiff ist so wie immer, das ist wunderbar. Ach, das ist der Fahrstuhl. Der Fahrstuhl. Kaidan oder Kaidan. Die sprechen ja alle die Namen so komisch aus. Geht. Kaidan, Saren. Gut zu sehen, dass Sie in Ordnung sind, Commander. Wie welche heißt das? Kaidan, Saren, Gav. So. Was haben wir hier? Captain Anderson, ach gucke. Sprechen Sie mit Joker, wenn Sie soweit sind. Sagen Sie ihm, er soll die Normandy ins Dock bringen. Okay. War ich schon da oben? Weiß ich gerade gar nicht. Hallöchen. Navigator Presley. Schön zu sehen, dass es Ihnen gut geht, Commander. Der Verlust von Jenkins war ein harter Schlag für die Crew. Aber ja doch. Was? Das Nachhandbuch? Oh. Joker! Gutes Timing, Commander. Ich wollte uns gerade in die Zitadelle bringen. Gigantisches Schiff. Die Ascension, das Flaggschiff der Zitadellflotte. Größe allein ist auch nicht alles. Warum so empfindlich, Joker? Ich will damit nur sagen, dass man auch Feuerkraft braucht. Sehen Sie sich das Monster an. Sein Hauptgeschütz könnte jedes Schiff der Allianzflotte in Stücke reißen. Gut, dass es zu unseren Verbündeten zählt. Zitadellkontrolle, hier ist die SSV Normandy. Bitten um Landeerlaubnis. Bitte auf Freigabe warten, Normandy. Freigabe erteilt. Sie können mit dem Landeanflug beginnen. Ab jetzt übernimmt ein Allianz-Operator. Roger, Allianz Tower. Normandy out. Normandy, hier spricht der Allianz Tower. Bitte fliegen Sie jetzt das Dock an.
Das ist ein Skandal. Wäre eine turianische Kolonie angegriffen worden, würde der Rat reagieren. Die Turianer gründen keine Kolonien am Rande des Terminus-Sektors. Botschafter. Die Menschen waren sich der Gefahr sehr wohl bewusst, als sie die Traverse besiedelten. Und Saren, ein Spekter außer Kontrolle. Ich verlange eine entsprechende Reaktion. Es steht Ihnen nicht zu, etwas vom Rat zu verlangen, Botschafter. Wir werden uns in der nächsten Sitzung anhören, was die Zitadell-Sicherheit zu den Anschuldigungen gegen Saren zu sagen hat, aber nicht vorher. Captain Anderson, Sie haben ja Ihre halbe Crew mitgebracht. Nur das Landungsteam von Eden Prime, falls Sie Fragen stellen möchten. Ich habe die Missionsberichte. Ich darf doch davon ausgehen, dass Sie korrekt sind. Natürlich. Ist es Ihnen gelungen, eine Anhörung vor dem Rat zu arrangieren? Sie waren nicht sehr glücklich. Saren ist Ihr Top-Agent. Sie hören es nicht gern, dass er des Verrates beschuldigt wird. Naja, aber er ist gefährlich. Saren ist eine Bedrohung für alle menschlichen Kolonien. Man muss ihn stoppen. Der Rat muss auf uns hören. Commander, Sie haben schon mehr als genug getan, um Ihre Kandidatur als Spectre zu gefährden. Die Mission auf Eden Prime war eine Chance zu beweisen, dass sie ihre Aufgaben erledigen können. Aber leider ist Nihilus jetzt tot und der Sender verloren. Das ist Sarens Schuld, nicht seine. Dann wollen wir hoffen, dass die Zitadell-Sicherheitsuntersuchung Beweise für unsere Anschuldigungen findet. Ansonsten könnte der Rat die Sache als Ausrede nutzen, sie aus den Rängen der Spectres rauszuhalten. Kommen Sie, Captain. Ich möchte ein paar Dinge vor der Anhörung besprechen. Shepard, Sie und Ihre Crew können uns im Zitadellturm treffen. Auf der obersten Ebene. Ich werde dafür sorgen, dass man sie durchlässt. Und genau darum hasse ich diese Politiker so. Ja, aber ehrlich. Da hat eine taktische Karte. Ja, die ist. Ich kenne ja. Ich habe Mauszeige hier. Ich musste nicht unbedingt hier. Auf der Zitadelle, ich liebe dieses Ding. Es ist sehr friedlich. Ja. Sie haben sich einen beeindruckenden See erbaut, obwohl je jemand darin ertrunken ist. Gute Frage, bestimmt. Leichte Dechiffrierung, ja, Kriechen. Bricht der Allianz-Patrouille. Captain Hendrickson hat von einigen ungewöhnlichen Energiesignalen während der Patrouille durch das Argos-Rohcluster berichtet. Sie äußerte insbesondere Bedenken bezüglich des Hydra-Systems, wurde aber von dort abgezogen, bevor ihr Team weitere Nachforschungen anstellen konnte. Für diesen Sektor sind keine Patrouillen geplant. Ob wir ein Aufklärungssystem dorthin entsenden sollen? Wer weiß das schon? Wer weiß es schon? Genau hier. Da haben wir, glaube ich, auch schon mit demselben Botschafter geredet. Waren wir doch schon mal in Mass Effect 2. Ich finde das toll, dass man auch ein zukünftiges Spiel damit kombinieren kann. Jetzt hoffe ich nur, dass meine halbwegs Kenntnisse auch meine Orientierung hier drin ein bisschen helfen. Willkommen im Präsidium. Ich bin Ihre Führerin. Ach ne, schon wieder. Die. Willkommen im Präsidium. Mein Name ist Avina. Ich bin Ihre virtuelle Reiseleiterin auf der Tour durch diese Ebene der Zitadell-Raumstation. Sind Sie real? Oder sind Sie Madrid? Sind Sie eine Person oder ein Programm? Ich bin eine vollständig interaktive virtuelle Intelligenz, die darauf programmiert ist, den Gästen in diesem Bereich der Zitadell-Raumstation eine spontane Einführungstour anzubieten. Sie können mich auch über die Präsidium VI-Terminals kontaktieren, wenn Sie Hilfe benötigen. Klingt interessant auf jeden Fall. Dann mal los. Sie stehen im Präsidium Tourismus Terminal 1. Auf der anderen Seite der Lobby sind die Botschaften der verschiedenen Zitadell-Spezies und das Hauptquartier des Zitadell-Sicherheitsdienstes. Am Ende dieser Ebene sehen Sie den Zitadell-Turm, in dem der Rat regelmäßig tagt, um Angelegenheiten von interstellarer Bedeutung zu besprechen. Wo finde ich die Zitadell-Sicherheit? Ich möchte mehr über die Zitadell-Sicherheit wissen. Die Zitadell-Sicherheit ist das Sicherheits- und Exekutivorgan in allen Zitadell-Regionen. Auch wenn die meisten Offiziere in den Bezirken arbeiten. Executor Palin, ein Turianer, leitet die Zitadell-Sicherheit im Moment. Aber Mitglieder fast jeder Spezies des Zitadell-Raums dienen unter ihm. Wenn Sie mehr wissen möchten, Executor Palins Büro befindet sich im Hauptquartier der Zitadell-Sicherheit gegenüber der Lobby.
Und die Botschaften, ne? Erzählen Sie mir von den Botschaften. Jede Spezies des Zitadellsektors, die für würdig befunden wird, Einfluss auf die galaktische Politik nehmen zu dürfen, erhält eine Botschaft im Präsidium. Die Volus waren die ersten Ratsfremden, die vor etwa 2384 galaktischen Standardjahren eine Botschaft beziehen durften. Mit der Vergrößerung des Zitadellsektors kamen immer mehr Botschaften hinzu. Die neueste Botschaft wird von ihrem Volk unterhalten, den Menschen. Sie entstand vor 19 galaktischen Standardjahren, gegen viele Vorbehalte. Und warum wurden die Menschen abgewiesen? Warum hat man versucht, meine Spezies außen vor zu halten? Einige Völker bemängelten, dass den Menschen eine besondere Behandlung zuteil geworden sei. Bevor einem Volk gestattet wird, eine Botschaft zu errichten, können Jahrhunderte vergehen. Der Rat hat sich seiner Entscheidung in dieser Sache nicht leicht gemacht. Am Ende wurde entschieden, dass der Einfluss der Menschen im Zitadellsektor groß genug war, um eine Botschaft zu gewähren. Was ist Ihre Meinung? Und Sie? Halten Sie diese Entscheidung für richtig? Ich bin nicht darauf programmiert, ein qualifiziertes Urteil über solche Vorgänge abzugeben. Mein Programm ist auf einfache Auskunfts- und Interaktionsanwendungen ausgelegt. Warum zuerst die Volus? Warum waren die Volus die ersten, die eine Botschaft erhielten? In den Jahren nach der Gründung des Rates waren die Volus, neben den Asari und den Salarianern, die bevölkerungsreichste und verbreitetste Spezies im Zitadellraum. Sie haben viele neue Kolonien und Handelsposten gegründet und den Rat um eine größere Rolle in Bezug auf die interstellare Politik gebeten. Als Anerkennung für ihre Arbeit bei der Verbreitung des interstellaren Handels und der Stabilisierung einer standardisierten galaktischen Ökonomie erhielten sie eine Botschaft hier auf Zitadell. Nur eine Botschaft? Warum wurden sie nicht gleich Mitglied des Rates? Die ständigen Mitglieder des Rates haben eine weitreichende Verantwortung. Sie müssen Truppen und Schiffe für die Zitadellflotte abstellen. Und sie leisten oftmals wirtschaftliche Hilfe in Krisensituationen. Es wäre nicht fair, solche Anforderungen an ein Volk zu stellen, das dem nicht gewachsen ist. Die Botschaften erlauben es, minder befähigten Spezies eine Stimme auf Zitadell zu haben. Ja, okay, das kann man natürlich auch machen. Aber was meinen Sie mit minder befähigte Spezies? Das ist aber verdammt arrogant. Es tut mir leid, wenn Ihnen meine Formulierungen missfallen haben sollten. Bitte reichen Sie alle Beschwerden in schriftlicher Form bei der Zitadell-Tourismus- und Besucherabteilung ein. Die Spectres, ne? Wissen Sie etwas über Spectres? Der Begriff Spectre leitet sich von der Ratsabteilung Special Tactics and Reconnaissance ab. Jeder Spectre wird vom Rat aus erwählt. Ihre Primärrolle ist es, die Stabilität in der Galaxis zu bewahren und Situationen zu klären, in denen die normalen politischen Kanäle versagt haben. In dieser Rolle erhalten sie extraterritoriale Rechte und Vollmachten. Spectres unterstehen keinem Gesetz und keiner Autorität außer dem Rat. Und der Zitadellrat selbst, ne? Was können Sie mir über den Zitadellrat sagen? Der Rat bestand ursprünglich aus Repräsentanten der Asari und Salarianer, der beiden dominanten Spezies im Zitadellraum. Vor etwa 1304 Standardjahren nahm man die Turianer aufgrund der Rolle, die sie bei der Kroganischen Revolution gespielt hatten, in den Rat auf. Seitdem bemühen sich diese drei Ratsspezies um das friedliche Zusammenleben der Völker der galaktischen Gemeinschaft unter Erhaltung der Souveränität der einzelnen Völker. Das klingt ein bisschen zu perfekt. So einfach kann es doch nicht sein. Irgendwo muss es Probleme geben. Ich bin nicht darauf programmiert, ein qualifiziertes Urteil über solche Vorgänge abzugeben. Mein Programm ist auf einfache Auskunfts- und Interaktionsanwendungen ausgelegt. Okay, tschüss. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Danke, dass Sie sich für Avina entschieden haben. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt auf Zitadell. Ja. Ganz schön riesig. Dieser Ort ist ein wenig zu perfekt. Als ob Sie was verbergen. Durch den Wünschen der Zitadell-Expressbahn können Sie sich für mich den Zielort nach so... Okay. Aber erstmal speichern wir bis zur nächsten Folge und tschüss.